Willkommen zurück, liebe Leute, zu Castlevania Lords of Shadow 2. Wir machen jetzt mal weiter direkt. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Oh, Moment. Oh, Moment, Moment. Okay. Ich glaube nicht, dass das gut gegangen wäre, wäre ich da außen geblieben. Oh shit. Ich hoffe, ich muss hier runter. Ich gehe mal einfach davon aus. Ah, gehen wir noch eins runter, lieber. Sicher, sicher nicht, dass ich da gleich gegrillt werde. Kann auch sein, dass wir uns gerade auf den Weg machen. Ne, warte mal, hier ist es. Ja, da vorne ist es. Da müssen wir sogar hin. Guck mal, wie seine Haare im Wind wehen. Ist das nicht geil? Ach, Gabriel. Irgendwie bist du blasser als im ersten Teil. Ich weiß echt nicht, woran das liegen könnte. Und wer, niemand hat jetzt den Sarkasmus herausgehört. Also, bitte, ich bitte euch. Aussage der Stadtplanung. Ja. Okay, muss ich da hoch? Nee. Hier rein bestimmt, ne? Ja, komm, rein mit dir. Schön langsam, schön langsam. Quietsch, quietsch. Oh nee. Und wieder so eine Schleichpassage. Ich dachte, ich müsste das damit. Nein, warte mal, ich kann doch bestimmt irgendwas draufwerfen, oder? The Acolytes must keep the antidote in a safe place. Please wait. Oh Mann, es geht ja mit dem Schleichen weiter. Whee! Oh Gott, was haben die sich dabei gedacht? Was haben die sich dabei gedacht? Ich glaube nicht viel. Ich glaube wirklich, die haben sich bei diesen schlechten Schleichpassagen nicht viel gedacht. Yeah.
So Leute, machen wir das nochmal. Ich bin absolut begeistert von diesen Schleichpassagen. Es zieht das Spiel und meine Laune, das Spiel zu zocken, extrem runter. Ich muss schon fast sagen, auf, ja, fast schon auf Null eigentlich, auf Laune Null. Hast du, Sorbis, hast du Bock, das Spiel zu zocken? Nein, Alter, eigentlich gerade nicht. Nein, eigentlich gerade nicht. Auf diese Schleichpassagen, ich krieg so einen Hals, Leute, ohne Witz. Die sind so schlecht gemacht und so unpassend in so einem Spiel. Also, Alter, ich weiß nicht. Naja. Ja, komm, lass los, du Fisch! Oh, ich hab's geschafft. Wer hätte das gedacht? So, jetzt mit dir ab zum Augenscanner. Okay. Okay, okay. Da vorne war doch. Da vorne war doch diese schwarze, dunkle Ecke. Da können wir uns doch wieder in eine Ratte verwandeln. Also, wer sich diese Passagen ausgedacht hat, ey, der soll bitte nie wieder ein Hack-and-Slash-Action-Spiel machen, à la God of War und Castlevania Lords of Shadow 1 und so weiter. Bitte mach nicht noch ein Spiel. Das zieht das Spiel so krass runter. Schlimm. Ganz schlimm. Ist halt so schade, weil der Rest vom Spiel wirklich sehr gut ist. Ne? Deswegen ist es sehr schade. Oh, oh, da will jemand Stress. Na komm, wenn du nicht schlägst, schlag ich. Wow! Lass mich doch endlich mal gegen so einen kämpfen. Was ist denn los mit euch? Du kannst mir doch nicht sagen, dass ich das nicht packen würde, oder? Leute, Leute, bitte. Ich bitte euch, locker würde ich den schaffen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aua, aua. Was ist das denn jetzt? Okay, alles klar.
Ah, okay, alles klar. Okay. Ich soll einen Fledermausschwamm einsetzen. Alles klar. Und diese Ladezeit, ne? Wherever this train goes, I'll find the antidote. Leute. Ja. Ja, natürlich, klar doch. Das meine ich doch schon wieder. Die Cutscenes sind doch super geil in dem Spiel. Ich finde sie geil. Und ich bin der Boss. Das wisst ihr ja. Oh shit. Wow. Ich muss übel gerade an Mark Echo's Getting Up denken. Das Sprayer-Spiel, wo du einen Writer spielst. Also ein Sprayer mit Sprühdosen und so, ihr wisst schon. Oh Gott, und wieder so eine Szene. Juhu! Ich freue mich so sehr. Kommt er hier hin? Ich hab's direkt beim ersten Mal geschafft. Was ist da denn los? Pussy. Pussy, ich nenne dich trotzdem Pussy, ich wollte dich platt machen jetzt. Okay, der passt schön seine Schläge ab, das ist nicht schlecht. Stimme ist cool, die Stimme ist richtig cool von ihm. Springen! Oh fuck. Ja super, dann beweg dich doch mal, Junge! Oh Gott. Oh, die haben übel geklaut bei Mark Echo. Was soll denn das? Nimm es.
Tut mir leid, ich brauche jetzt was, sonst sterbe ich nämlich. Boah, dieser Move ist so geil! Nein, 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 nein! Wo bin ich? Ich konnte gerade irgendwas... Stimmt, ich hätte auch eigentlich das leere Schwert einsetzen können, wenn wir gerade mal. I am the only one who lives forever.